So, und jetzt wieder hoch mit uns. Oh, den können wir löschen. Da draußen ist noch ein Schrein. Da ist jetzt die Frage. Da oben ist nirgendwo ein Eingang, außer dort. Kann man nicht vorstellen, dass hier halt nirgendwo. Ein Zugang wäre. Oh gut. Wir könnten uns den Schrein holen. Oder gleich darüber gehen. Okay, das mal so. Das heißt, uns fehlen dann noch zwei Schreine. Ich glaube, es sind zwei, die wir noch entdecken müssen. Und diese Jägerrüstung. So. Maske. Maske, 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 Maske. Habe ich bei der Kleidershop schon alles gekauft? Ja, ich denke schon. Oder? Nö. Nehmen wir mal das Orni-Gewand mit. Was haben wir hier noch? Die Hose. 1000. Komm, ich verkaufe dir schnell was. Wir verkaufen. Nach Typ, nach Angriffsstärke. Ich glaube nach Typ. Wovon haben wir denn viel und was ist was wert? Nein, wir haben einige Dias. Könnten wir theoretisch zweimal verkaufen. Von denen 18. Von denen verkaufen wir 16. Also 20 Stück haben. Ja. Topas ist eigentlich ziemlich gut. Kommen aber nur 80, verkaufen wir 12 Stück. Kaufen wir 33 vom Opal. Und Bernstein 51. So, und dann haben wir schon wieder genug Kohle. Nein, die Rubine reichen. So. Die kaufe ich dir noch. Und den Kopfschmuck. Danke, jetzt habe ich alles. Frag mich grad. Ja, ich würde wirklich runtergehen und dann rüber. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht hier doch stark nach Grog aus. Ah ja.
Ich bin ja, einige wissen es ja, ich habe es glaube ich irgendwann erwähnt. Aber ich bin ja riesiger One Piece Fan. Und aktuell ist das so heftig, wenn man halt auch den Social Media Content irgendwie auf One Piece gedrillt hat. Und der Algorithmus springt da halt sehr schnell an. Oh, ich sehe da vorne, kann ich jemandem helfen? Es ist so bitter, wenn dann die ganzen Spoiler die ganze Zeit reinkommen. Also das ist jedes Mal so, oh, anstrengend. Ja. Wenn man die ganzen Spoiler eben hat, überleg grad, wie ich den stützen kann. Wow. Ich glaube, das ist mal ein Anfang. Kommt der da durch? Nice. Dann stellen wir den hier vorne quer. Und jetzt könnt ihr noch nach links und rechts kippen. Und ich finde halt die Story von One Piece ist aktuell halt einfach. Man merkt halt, es geht langsam ins Finale. Und das ist halt so crazy. So, du kannst loslassen. Und ich bin auch so, jedes Mal, wenn ich mit jemandem rede, der ebenfalls One Piece verfolgt, frage ich halt immer, wie weiter ist. Weil es gibt ja Leute, die sind ja beim japanischen Manga-Kapitel, es gibt Leute, die sind beim deutschen Manga-Kapitel und es gibt Leute, die sind halt nur bei der Serie. So, ich bin zum Beispiel für einen möglichen Charaktertod fett gespoilert worden, weil ich nicht so weit war. Ich hatte halt die Cappy auf, eine passende. Und dann sagt er, ja, was hältst du eigentlich von dem Tod von XYZ? Nicht sowas. Sagt er, ja, was hältst du von dem? Wie findest du, dass der jetzt gestorben ist? Und jetzt so, was? Like, okay. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig mit Spoilern. Oder manche Menschen wissen nicht, was Spoiler sind. Und das macht so ein bisschen weird. Und die Menschen möglichst, ja, keine Ahnung. Viele sehen es zum Beispiel nicht als Spoiler, die Handlung eines Films zu verraten. Aber ich denke mir, die Handlung eines Films ist doch auch ein Spoiler. Also bis zu einem gewissen Grad will ich schon wissen, worum es geht. Hä? Okay, dann nicht. Ich brauche eine Waffe. Da hinten ist er.
Okay, da war ich schon auf dem Berg. Gerade mal nachsehen müssen, ob ich da hinten auf dem Berg schon war. Aber wann ist es ein Spoiler? Ja, wann ist es für euch ein Spoiler? Ach, da ist noch einer. Ist es ein Spoiler? Edelwild, nice. Ist es ein Spoiler, wenn man weiß, wer der Gegner von... der Endgegner von Tears of the Kingdom ist? Ich habe es ja geschafft, so einigermaßen es nicht zu sehen. Ich meine, sieht so aus, kann ich festpacken. Aber es ist bis zu einem gewissen Grad gar nicht zu sehen und zu wissen, wer zum Beispiel Final Boss ist. Also natürlich weiß man, Ganondorf wird am Ende des Tages der Final Boss sein. Ah. I remember, da war doch was. War hier nicht irgendwie kein Eingang? Ja genau, der ist verschüttet. Und hier soll ein Schrein sein. Das heißt, der Schrein ist definitiv unter der Erde. Okay. Die Frage ist, von wo geht jetzt eine Höhle rein? Die könnte auch von da unten reingehen. Ist es eine Höhle, die ich erst aufspringen muss? Oder ist es eine Höhle, die schon offen ist? Nehmen wir das mal mit. Weiß ja nie, wann man es braucht. Kann man gut vorstellen, dass das hier nochmal runter ist, irgendwo ein Eingang. Sieht doch gut aus.
Nice. Donnerbomben nehmen wir mit, wenn wir sie finden. Was für eine fucking große Höhle. Also Donnerblumen, nicht Donnerbomben. Ich muss dem echt was anderes geben als ein Ventilator. Ah, hier. Hier ist eine Wand, die aufgeht. Wo bist denn du? Komm her, komm her. Nice. Okay. Ja, ich kann mal nach links weitergehen. Er schießt zuerst, oder? Oh, das war schon schön. Ein Hasenschild. Mit Hasenschild nur ablegen. Nee, geh doch. Wenn ich weiß, ob ich das fotografiert habe. Ach, habe ich schon. So. Lad auf. Ich versuche momentan so wenig Spoiler für zum Beispiel One Piece zu haben wie möglich. Oh, hier sind noch mehr. Auch wenn es natürlich nicht so leicht ist, ja. Drohne? Was ist denn hinter dieser Wand? Gleich haben wir's. Dann machst du noch die kleine Wand auf. Ich glaube, dass dahinter jetzt der Schrein sein wird. So, dann haben wir die offen. Dass einfach so viele Wege sind. Und ich glaube auch, dass die anderen Schreine auch irgendwie so versteckt sind. Okay, da haben wir nichts außer den. Feuerstein, Bernstein.
Feuerstein wäre eigentlich cool, wenn wir noch ein paar finden würden. Oh cool, ein Rotornit. Meine Waffen zerbrechen auch alle. Oh, echt mal was Neues. Schild der Winde. Bin auch nicht sicher, ob ich den schon habe. Doch, habe ich auch schon. Das ist echt ein Labyrinth, wo... Ich muss denen eigentlich eine große Waffe geben. Holy shit. Können wir da jetzt durchbuddeln? Bitte geht doch. Steinsalz. Wie versteckt kann man einen Schrein machen? Wie gesagt, ich glaube, dass hier im Norden noch ein paar Versteckte sind. Wir haben nämlich auch so wenig Höhlen noch entdeckt. Und da gibt es sicherlich noch ein, zwei Höhlen, wo man ein paar Schreine finden kann. Mir kitzelt die Nase. Oh nein, sonst ist ein Questschrein. Groß oder klein? Wie war denn das? Es gibt da eine Methode, ja? Hier zum Beispiel den Ball raufschießen. Ich glaube, das ging. Genau. Ich finde das nämlich total schräg, dass man das mit Bomben so gut lösen kann. Ah, okay. Schauen wir mal, wie es eigentlich geht, ja. Eigentlich würde ich die jetzt hierher nehmen. Die rollt da runter zu den anderen. So, komm mal her. Komm auch her. Oder vielleicht soll ich auch nur eine haben und die dann irgendwie so auflegen. Das kann auch sein. So. Ja, auch nice. Groß oder klein? Oh.
Mache ich das am besten einfach so hinlehnen? Was mache ich denn für eine Arbeit? Geht doch ganz easy. Holzfälle. Nice, nehme ich gern. Das ist ja mal weird. Ja, wir müssen wirklich so irgendwie da runterkohlen. Wir versuchen ja eine offizielle Lösung zu haben, ja? Ich meine, theoretisch ist es ja fast richtig. Ich muss die Klavier einfach noch ein bisschen schräger ansetzen. Dass die quasi so starten. Wir wissen alle, wie es geht. Ich finde das so schräg, dass das halt wirklich geht. Aber frage mich, haben sie das vielleicht eingeführt dafür, falls manche Leute halt gar nicht weiterkommen? Aber da muss man halt auch erst drauf kommen. Oder gibt es irgendwo in der Welt jemanden, der dir das sagt, dass die Schalter auch so bedienbar sind? Nice. Ja, also drei Schreine brauchen wir, zwei müssen wir entdecken, weil einen wissen wir, wo es ist. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Oh, wir haben es uns so kurz vorm Finale. Wir haben alle Recking, wir haben bald alle Schreine. Wir machen nicht alle Crocs, glaube ich. 363. Es gibt wahrscheinlich wieder so 999 Crocs. Boah. Wer macht denn hier einen Schrein rein? Oder vielleicht gibt es noch 500. Dann kann man sagen, könnte man sich überlegen.
Dann fehlt uns nämlich nicht mal mehr 140.